Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte auf den Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Samstag zur zweiten Folge. Die Folge, die vorher war, waren auch schon ein bisschen sehr kurz. Dafür entschuldigen. Ja, das fing aber schneller mit der Sprache. Jedenfalls geht es weiter mit Signalwaldpressen und Mähen. Wir warten darauf, dass wir auf Feld Nummer 21 letzten Ballen fertig werden. Dann können wir da sofort auch Mohn auch sehen. Und dann sehen wir weiter. Das dauert hier noch ein bisschen, wir haben gerade angefangen. Aber da sind Flächen ein bisschen kleiner, da geht noch ziemlich zügig näher. Vom Mähen her, als die Wände dauert nicht länger. Und so haben wir zeitlich noch nicht viel geschafft. Aufgrund der vielen Arbeit fahren wir auf 501. Sobald das abzusehen ist, dass wir fertig werden. Aber denk mal, dass diese neuen Folgen insgesamt auf 1 laufen werden. Weil ich mir einfach nicht das erlauben kann, die Aussage zu verpassen. Beziehungsweise die Ernte nicht mal geschafft wird. Wir sind eigentlich schon einen Tag zu spät, wir hätten schon einen Tag früher haben können. Aber ich wusste ja nicht so genau mit dem Gras, da wächst halt noch eine Stufe weiter oder nicht. Das wächst nur noch eine Stufe, also optisch gesehen nur noch gelb. Wir mal gucken, ob wir da was ein bisschen schneller machen können. Weil er schleicht ja ein bisschen, ne? Wir könnten ja hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit gehen. Wendekreis. So, Wendemanöver. Gehen wir auf 15. Rückwärts gehen wir auf 10. So. Ob es was bringt, weiß ich nicht genau. Ballenpressen dauert ein bisschen länger als sonst. Aber immerhin 20 km/h. Wir werden mal den Holz sammeln. Hoffen, dass die keine Probleme machen jetzt. Holz war auf dem hinteren Teil. Hier wollen wir noch Stuppenfräsen machen. Ah, haben wir noch Arbeit. Also Arbeit haben wir genug erstmal. So. Richtige Seite? Nee. Das war verkehrt. So. Okay. Ah, der ist zu groß. Da fahren wir noch mal irgendwann eine Runde. Ja, nimm auch ein Ding. Schön lange Dinger, ne? Lohnt sich für die Jungen schnell fahren oder da hinten fliegt. So.
Wahnsinn. Wie wenn wir das Aufladen ausschalten? Ausschalten, ja. Ja, das wird so nix. Da. Da soll immer die Balken, die man stören, sind, die bleiben noch liegen, ne? Das sind auch krumme Dinge. Gut, das ist voll genug. Ja, Blocking, heißt das Blocking? Er ist fertig oder? Aber er meldet so kein Blocking. Ich wollte sagen, was für Geräusche. Ja, 8.000. Schönes Geld. Mal kurz gucken hier. Der läuft soweit. Ach, deswegen. Aber immer auf der gleichen Wiese, wenn wir dann nicht mit zwei arbeiten. Erstmal nicht. Nach Ballen rum, ja, zwei. Mal gleich hineilen. Abgeändert, das ist mir ein bisschen komisch. Gut. Ich wollte mal was anderes probieren. So, weich, scharf. Und ja, Spiral für mich. Scharf macht so Probleme, das weiß ich genau. Enges Feld. Mal schauen. Ah, das ist. Das Problem ist hier. Oder fährt die Runde rum? Das wäre mal ein Versuch wert. Probieren wir mal. Da, nu. So, die Wiesen sind fertig. Wir werden mal sehen, ob wir das hinkriegen. Dass die anderen Ballen weggesammelt werden. Und dann sammeln wir gleich die anderen Ballen auf weg auf einem anderen Feld. Auf einer Wiese.
So, sind wir da. Und wir haben die Zeit nicht gestoppt. Das ist jetzt. Wo ist es? Machen wir noch 10 Minuten, dann müssen wir hinkommen. Startmusik hoch. Nächstes Mal machen wir gleich den ersten Tag Gras mähen, dann haben wir weniger Stress. Sollte sich eigentlich ausgehen, dass wir den Helm voll kriegen noch. Gut. Das scheint auch zu laufen, funktionieren. Scheint. Zeugpaar und waschen. Und gleich reparieren, ne? Was fertig ist, fertig. Mutter, Mutter. So. Reparieren. Kostet ja auch kein Vermögen. Da ist man dabei. Lackieren, aber lackieren wird nichts. Ich kriege die gar nicht hin. Dass mir alles mit Farbpulver besprüht. Und dann mit 200 Grad gebrannt. Also die Farbe ist extrem widerstandsfähig. Da ist nichts mit Nachlackieren so einfach so. Noch machen hier. Auch sauber. So. Schön. Packen wir einen in die Garage und mal sehen, ob wir näher separat brauchen werden. Also, kommt der rein überhaupt? Ups.
können wir auch gleich waschen und reparieren, wenn es ein Mistig ist. Und den nächsten Start entsprechend gleich loslegen können, ne? Gewicht sind völlig nicht dabei. Das nicht so wichtig. Bleibt mal alles noch. Mal sehen. Ich muss die Zeit besten abschätzen. Ich weiß ja noch nicht genau, wie lange es insgesamt ist. Ich habe zwar die Zeit gestoppt, aber das darf ja auch nicht so lange sein. Aber Lack glänzt noch. So, fahren wir einfach in die Garage rein. Wie jetzt so aussieht, brauche ich keine Gespritze mehr. Aber es könnte durchaus sein, dass Unkraut mehr wird. Was man ab und zu machen muss. Aber mal sehen. Mit Traktor erstmal. So. LKW. Die Ball einsammeln. Die werden wir auch rüberbringen zur Nord. Und wenn auch übrig bleibt, also vier. Die knallen in Richtung Süd. Aber das ist im Grunde egal, weil das dauert dann ein paar Tage, bis die. Ich denke mal, wird eine Probe werden. So, und der macht ja jetzt nun Theater, da habe ich mir gedacht. Na, mal schauen. Kommt aber auch hinzu, dass er mit der Lenkung, ne? Das ist ein bisschen anders fallen, ne? Dass Schiller keine Kollision haben. Weiß ja auch gar nicht, wie ich jetzt fahren soll. Also weiter zurück geht bald gar nicht mehr. Oh. Wir müssen mal nächstes Mal einen anderen Traktor nehmen. Wie hat er jetzt vor zu fahren? Anscheinend. Ne, das war nix. Das machen wir anders. Löschen wir das. Das geht nicht. So. Na, kurz ein, stimmt ja so nicht. Das ist ja auch. Grunde ist ja mal probieren. Oh, das wird ja auch nichts.
Vorgewende Bahn. Ja. Nee, nee. Ja, das ist der alte Kurs. Im Kreis fahren und der Beste. So. Das heißt, auf gut Deutsch, hier müssen wir hier neu machen. Und zwar rundherum, das klappt am besten. Na, scharfe mal nicht nehmen. Weich. So, dann werden wir gleich hier vorne anfangen. Denn das wird wohl am besten sein. Die erste Runde ist ja fertig. Irgendwie müssen wir heute ärgern. So, nächst passenden Punkt. Bei Nacharbeiten müssen wir so ein bisschen, das ist so meistens der Fall. Deswegen sage ich mal so, der Anfang ist schwer und hier ist so die Ecke nicht. Ja, gut. Schauen wir mal nicht so genau hin. Wir müssen so in der Nacharbeiten. Das ist jetzt ein Schuppen. Holz. Er ist auch fast fertig. Und ich sag mal jetzt tschüss. Danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut. Oder heute Nachmittag, der zweiten Folge. Oder? Morgen? Morgen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Und nochmal danke fürs Reinschauen. Bis morgen. Ciao.